Hallo Leute und willkommen zurück auf meinem Kanal. Oder falls du zum ersten Mal hier bist, hi, mein Name ist Ginkgo Man. Auf meinem Kanal geht es um dekorative Naturkosmetik und wir testen heute die Alverde Clear Beauty Reihe. Und ich würde sagen, bevor wir noch länger reden, let's Ginkgo! Übrigens, ich werde nicht für dieses Video gesponsert, bezahlt oder irgendwas. Ich mache das einfach nur, weil es mir Spaß macht. Und die ganze Reihe ist im Übrigen vegan und tierversuchsfrei. Alle meine Videos handeln nur um vegane und tierversuchsfreie Naturkosmetik. Und schau dieses Video auf alle Fälle in 4K. Das kannst du, indem du hier unten oder hier oben, je nachdem, auf welchem Gerät du es schaust, auf dieses Zahnrad klickst und auf 2160p stellst. Dann kannst du alles sehr scharf sehen. Also dann kannst du wirklich durch mich hindurch blicken quasi. Also, wir testen heute diese vier Produkte. Ich habe die weiteren zwei Produkte, das Micellenwasser und ich glaube, es war eine Maske, nicht mitgenommen, weil, ja, ich wollte mich hier einfach auf die dekorative Naturkosmetik konzentrieren, also auf das Make-up quasi. Und die ganze Reihe trägt das Natrio-Logo, darauf lege ich auch sehr großen Wert. Und ich würde sagen, wir fangen direkt an, und zwar mit dem Serum. Das Serum kostet 3,95 Euro, wie übrigens alle vier Produkte, die ich euch gleich zeige. Es enthält 30 ml, hat 5 von 5 Sternen und das bei 47 Bewertungen auf dm.de. Und jetzt lese ich euch mal vor, was in der Produktbeschreibung steht. Das Alverde Naturkosmetik Clear Beauty Serum ist ein leichtes Serum mit Tigergras-Extrakt, grünem Tee und Zink für ein gepflegtes und beruhigtes Hautgefühl. Es unterstützt die Bekämpfung von Hautunreinheiten und gleicht Rötungen und Irritationen optisch aus. Dabei ist es für unreine, sensible und gerötete Haut geeignet und ist alleine oder unter der Tagespflege verwendbar. Es hat eine leichte, schnelle, einziehende Formulierung. Die Hautverträglichkeit ist dermatologisch bestätigt, was bei allen Dingern so ist. Rezepturen in Mikroplastik und wasserlösliche reine synthetische Polymere, klimaneutrales Produkt inklusive Verpackung. Das trifft im Übrigen auch auf alle vier Produkte zu. Und anwenden soll man das morgens und abends auf das gereinigte Gesicht auftragen, alleine oder unter der Tagespflege anwendbar. Nur zur kleinen Info, ich habe mein ganzes Gesicht gewaschen gerade eben. Und ich habe normalerweise sehr ölige Haut, das wird jetzt in der Kamera nicht so rüberkommen, weil es eben frisch gewaschen ist. Aber ich habe wirklich überall ölige Haut, also nicht nur in der T-Zone, sondern wirklich überall. Nur, dass ihr das auch zum Vergleich wisst. Und ich würde sagen, bevor ich noch länger quatsche, legen wir los. So, ich habe mir jetzt ganz schnell die Hände gewaschen und ich werde das Produkt nur auf dieser Seite auftragen, damit wir später schauen können, wie dieses Produkt sich ohne das Serum verhält. Und ich werde jetzt einfach mal so ungefähr einen halben Pumpstoß nehmen, wenn er denn rauskommt. Ah, okay, da ist es schon. Wow. Oh mein Gott, es riecht gut. Oh, mein Spiegel. Ach, im Übrigen, ich hole euch mal näher ran. So, das ist das Serum aufgetragen. Ich finde, es hat einen schön leicht klebrigen Effekt. Also ich habe das Gefühl, Make-up würde sehr, sehr gut drauf haften. Es ist leicht kühlend. Es riecht angenehm im ersten Moment, aber der Geruch verfliegt sofort. Also keine Sorge. Es startet gerade leicht runter zu trocknen. Also anscheinend trocknet das. Ja, doch, die Haut zieht das ziemlich schnell ein. Wow. Okay. Wow, okay, das fühlt sich super an. Also ich kann dazu nichts weiter sagen. Es fühlt sich wirklich ziemlich gut an. So, weiter geht's mit der getönten Tagescreme. Diese enthält 30 ml, hat 4 von 5 Sternen bei 83 Bewertungen auf dm.de, ist glutenfrei und kommt in einer Farbe. Dazu kommen wir aber gleich. Und zwar lese ich euch jetzt die Produktbeschreibung auf dm.de vor. Die Alverde Naturkosmetik Clear Beauty getönte Tagescreme mit Bambusextrakt und grünem Tee verändert ihre Farbe beim Verblenden von blassgrün zu beige und passt sich so dem Hautton an. Also, ich muss korrigieren, passt sich so dem hellen Hautton an, wenn überhaupt, weil beige, nicht alle Menschen haben eine beige Haut, Alverde. Sie deckt Unreinheiten zuverlässig ab, gleicht Rötungen optisch aus und verfeinert das Hautbild. Sie hat eine mattierende Formulierung mit Zink und ist für unreine, sensible und gerötete Haut geeignet. Zur Anwendung habe ich jetzt nichts gefunden, aber dadurch, dass hier verblenden steht, gehe ich stark davon aus, dass sie mit den Fingern meinen. Wenn ihr wollt, dass ich das Ganze nochmal mit einem Beautyblender oder einem Pinsel ausprobiere,
Schreibt es mir sehr gerne in die Kommentare, dann mache ich das nachträglich. Aber für heute testen wir es mit Finger. Ich gehe mir jetzt ganz schnell die Hände waschen, damit das alles hygienisch bleibt. So, da bin ich wieder. Jetzt tragen wir die getönte Tagescreme auf. So, ich hoffe, das ist nah genug. Wir tragen sie jetzt mal auf. Oh mein Gott! Sie ist ja wirklich grün. Ey, wie geil ist das? Okay, wie viel muss ich nehmen? Ja, das steht da irgendwie auch nicht drauf. Na gut, ihr seht ja, wie viel ich ungefähr habe. Wobei, ich gebe mir mal ein ganz kleines bisschen auf den Handrücken und arbeite mit so viel erstmal. Oh mein Gott! Könnt ihr das sehen? Wow, es riecht super. Wow! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Sie wird wirklich beige! Okay, Leute, ich weiß, es ist nur Make-up, aber ey, das ist gerade so witzig. Ich trage es im Übrigen auf dieser Seite auch auf den Augenring auf. Einfach nur, damit wir sehen, ob wir später einen Concealer brauchen oder nicht, weil ich weiß, dass nicht jeder einen Concealer benutzt. Okay, also das ist jetzt der direkte Vergleich. Ich muss sagen, man sieht einen deutlichen Unterschied. Sie hat sich sehr, sehr gut meiner Hautfarbe angepasst. Ich finde das Gefühl, also ich glaube, sie muss noch ein bisschen runtertrocknen. Vielleicht habe ich auch zu viel verwendet, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall fühlt sie sich leicht an. Also jetzt gerade ist sie noch ein bisschen klebrig, aber sie fühlt sich wirklich sehr leicht an. Also ich kann mir das gut für den Alltag vorstellen. Ich finde, es sieht überhaupt nicht... Nein, Leute, ich muss ehrlich sagen, ich finde, ich sehe eigentlich ungeschminkt aus. Weil das ist halt eine leichte Deckkraft. Ich meine, das soll es ja auch sein. Ich bin echt sehr positiv überrascht mit diesem Produkt. Wow! Ich würde sagen, ich trage das jetzt auf der Serumseite nochmal auf und wir sehen uns dann wieder. Okay, also ich glaube, ihr könnt sehen, ich habe hier so ein bisschen Probleme mit dem Produkt. Hier haftet es irgendwie nicht. Ich weiß nicht, woran das liegt. Und ich glaube, hier habe ich einfach ein bisschen zu viel verwendet, weil, ja, irgendwie liegt es nur auf der Haut. Und es lässt sich gar nicht mehr so richtig verblenden. Könnt ihr das sehen, auch an meiner Nase? Also entweder ich habe zu viel verwendet. Ich wollte halt sehen, ob ich die Rötungen quasi abdecken kann, wenn ich es einfach für kurze Zeit drauf lasse und antrocknen lasse. War aber, glaube ich, nicht so eine gute Idee. Denn ja, ich glaube, ihr könnt es schon sehen, es lässt sich gerade tatsächlich abrollen. Das war ein bisschen zu viel Produkt. Ja, ja, ja. Wobei, vielleicht liegt es aber eben auch am Serum. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Ich zoome euch noch mal ein bisschen näher ran. Seht ihr das? Hier sind so kleine Krümmel, sage ich mal. Ich will das jetzt nicht runter machen, weil sonst habe ich das alles auf dem T-Shirt. Aber ja, irgendwie verträgt sich das nicht so gut mit dem Serum, habe ich das Gefühl. Leute, ich würde sagen, ich schminke diese Seite einmal ab. Und wir probieren das hier aus, und zwar das dritte Produkt. Das ist nämlich ein Concealer mit einem Serum auch. Das ist übrigens ein Spot-Concealer. Also ich glaube, der ist nicht für die Augenringe gedacht, aber trotzdem
versuchen wir das natürlich, zumindest auf eine Seite, damit wir den Vergleich haben. Aber mit dieser Seite können wir halt an punktuelle Stellen Serum auftragen, quasi wie so ein Primer, das auch gegen Unreinheiten helfen soll, aber dazu kommen wir gleich. Ich wasche mir jetzt ganz schnell dieses Gesicht, schminke mir das ab und komme zurück. Bis gleich. Okay, da bin ich wieder. Weiter geht es mit dem dritten Produkt, und zwar dem Anti-Spot-Concealer. Dieser enthält 11 ml, hat 4,5 von 5 Sternen bei 54 Bewertungen, kommt in einer Farbe und ist glutenfrei. Und hier steht nichts von wegen, dass er sich dem Hautton anpasst. Deswegen, ja, finde ich das noch ein bisschen problematisch. Jetzt kommen wir zur Produktbeschreibung. Der Clear Beauty Anti-Spot-Concealer von Alverde Naturkosmetik bildet mit Serum und Abdeckfluid, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, das perfekte Clear Beauty Duo. Das Serum mit Weinrindenextrakt aus Salicylsäure, Zink und Fruchtsäure unterstützt die Bekämpfung von Hautunreinheiten. Das Abdeckfluid, angereichert mit Kamillenextrakt und Teebaumöl aus kontrolliert biologischem Anbau, kaschiert anschließend Rötungen und Pickelchen. Jetzt lese ich euch mal den Verwendungshinweis vor. Das Serum nach Bedarf auf Hautunreinheiten auftragen und kurz antrocknen lassen, anschließend eine kleine Menge des Abdeckfluids auftragen und mit den Fingerspitzen oder einem Schwämmchen leicht einklopfen. Ich würde sagen, wir versuchen das auf dieser Seite als ganz normalen Concealer unter den, also auf dem Augenring, und vielleicht auch um die Rötungen hier so abzudecken, quasi wie ein ganz normaler Concealer. Und auf dieser Seite machen wir Spot Concealing. Ja, bei mir das ganze Gesicht erstmal Spot Concealen. Ja, ich würde sagen, ich fange an, bevor ich noch länger rede. Okay, also ich trage mir jetzt das Serum auf alle Hautunreinheiten auf. Und lasse es leicht antrocknen. Okay, das ist jetzt auf jeden Fall trocken. Ich spüre schon diese Spannung, wenn ein Produkt trocknet. Wisst ihr, was ich meine? Und ich würde sagen, jetzt tragen wir mal den Spot Concealer auf dieser Seite auf. Und oder wisst ihr was? Wir geben dem noch ein bisschen länger Zeit und tragen den erstmal als Concealer auf dieser Seite auf. Ich hole euch dafür auch wieder näher ran. Okay, also ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, also mal abgesehen von der Farbe, die ja natürlich nicht unbedingt passt. Ich finde die Deckkraft gar nicht so übel. Ich habe aber das Gefühl, es ist ein bisschen zu dickflüssig, was ja auch Sinn ergibt, weil es ein Spot-Concealer ist. Ich meine, da stand auch nicht, dass man ihn unterm Auge auftragen soll, kann, was auch immer. Aber ich wollte es ja mit euch ausprobieren, nur um es nochmal gesagt zu haben. Ja, ich glaube, für unters Auge ist er einfach zu dickflüssig. Ich habe auch das Gefühl, der rutscht mir direkt in die Fältchen. Und ich muss sagen, ich bin 20. Ich habe jetzt nicht wirklich großartig Falten unter den Augen. Ich würde sagen, ich versuche das Ganze jetzt nochmal einfach so wie einen normalen Concealer nochmal über den Wangen. Okay, ich weiß nicht, wie es in der Kamera rüberkommt, aber auf jeden Fall ist es nicht so schlecht. Oh Gott, meine Nachbarn stehen gerade dezent vor meinem Fenster. aber ja, also es hat schon eine sehr hohe Deckkraft, zumindest im echten Leben. Ich weiß nicht, ob es jetzt in der Kamera so rüberkommt, aber ja, nee. Also es ist definitiv zu dickflüssig, um es in diesen Mengen zu verwenden oder unterm Auge. Es hat aber an sich sich meinem Hautton dezent angepasst, zumindest der Hautpflege, nee, wartet, wie hieß das nochmal? Der getönten Tagescreme, genau. Ja, es ist sehr, sehr glänzend, aber wir kommen ja auch gleich zum Puder, dann schauen wir mal, wie das mit dem Puder funktioniert. Ja, also Ich würde sagen, wir versuchen es jetzt einfach mal als das, was es hier eigentlich ist, als Spot Concealer auf dieser Seite über dem Serum. Im Übrigen hat es einen echt schönen Geruch. Ich habe mich gerade gewundert, ob da Kräuter drin sind, aber Quatsch, da ist ja Teebaumöl drin.
Wer den Geruch von Teebaumöl nicht mag, was ich auch echt verstehen kann, manchmal ist mir auch echt nicht nach dem Geruch, wird das wahrscheinlich eher nicht mögen. Aber weil das Ding ist ja, dadurch, dass es ein ätherisches Öl ist, vergeht der Geruch auch nicht so schnell. Aber also mich stört es jetzt gerade nicht so sehr. Ich finde es jetzt gerade angenehm, aber vielleicht liegt es auch an der Kamille, die ja noch drin ist. Ja, Kamillenextrakt, genau. Sorry, ich laber euch total voll. Okay, wir tragen das Ganze jetzt über den Punkten auf, wo ich das Serum, das hier aufgetragen hatte. Im Übrigen, ich weiß, es ist nicht besonders hygienisch, das mit dem Applikator auf die Unreinheiten aufzutragen und dann nochmal reinzustecken. Aber also ihr müsst halt bedenken, das ist ein Alltagsgegenstand und die meisten von euch werden sowieso wahrscheinlich nicht so starke Unreinheiten haben wie ich. Daher wird das wahrscheinlich nicht so ein großes Problem sein. Und ich muss vielleicht auch noch sagen, das meiste, was ich im Gesicht habe, sind Aknenarben. Das heißt, das sind keine Pickel. Das ist jetzt nicht unbedingt bakteriell oder irgendwie eine Infektion, wie ein Eiterpickel zum Beispiel. Das ist ja ein Alltagsgegenstand und im Alltag soll es ja bei den meisten schnell gehen. Deshalb kann ich mir auch vorstellen, dass die meisten einfach ins Gesicht gehen und dann direkt wieder rein und wieder ins Gesicht und fertig, raus aus dem Haus, rein in den Tag. ja, und ich möchte das einfach so realitätsnah wie möglich jetzt testen. Okay, also ich finde, die Farbe ist eben ein bisschen problematisch. Also nicht nur, dass sie nicht unbedingt zu meinem normalen Hautton passt, wie gesagt, es gibt nur eine Farbe davon, sondern es ist halt auch einfach zu auffällig, zumindest in meinem Gesicht, weil diese Stelle ist halt so gefühlt komplett abgedeckt und der Rest ist irgendwie so trotzdem noch bunt, sage ich mal, oder zumindest rötlich. Und ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Ne, wartet, das ist die Seite, genau. Meine Poren werden irgendwie ziemlich betont. Also seht ihr, was ich meine? Ich sehe aus wie ein Schweizer Käse. irgendwie geht das nicht in meine Poren rein. Also ich kann es hier nochmal versuchen. Seht ihr, was ich meine? Also man sieht halt irgendwie trotzdem. Also in meinen Poren ist das Produkt nicht so richtig drin. Das muss man vielleicht bedenken. Also es rutscht nicht unbedingt in die Poren. Okay, also ich finde, ich konnte das jetzt mit bisschen mehr Produkt auf jeden Fall regeln, aber man muss es schon ziemlich in die. Also allein das Einklopfen wird im Porenbereich nicht reichen. Man muss es schon richtig reindrücken und reinschmieren, habe ich das Gefühl. Aber wir probieren jetzt nochmal aus, hier so diese Punkte abzudecken, weil da habe ich jetzt nicht unbedingt geweitete Poren. Einfach nur um zu sehen, wie sich das Produkt denn dort verhält. Okay, also ich finde, hier hat das echt gut funktioniert. Ich muss halt einfach nur sagen, die Farbe passt nicht zu meinem Hautton. Und ich glaube, das wird bei vielen der Fall sein. Und das ärgert mich gerade, weil ich habe das Gefühl, das ist eigentlich echt ein ziemlich geiles Produkt. Ich meine, wir können es auch nochmal hier auf meine Nase auftragen. Wie gesagt, ich finde schon, dass es ziemlich gut abdeckt. Ich wünschte nur, es gäbe dieses Produkt auch in meiner Hautfarbe, aber das habe ich jetzt oft genug gesagt. Ich würde sagen, ich zoome euch nochmal zurück und wir tragen als nächstes das Puder auf. So, weiter geht's mit dem Gesichtspuder. Dieses enthält 13 Gramm, hat 4 von 5 Sternen bei 28 Bewertungen auf dm.de, ist glutenfrei und kommt auch in einer Farbe. Und jetzt lese ich euch die Produktbeschreibung vor. Das Clear Beauty mattierende Gesichtspuder von Alverde Naturkosmetik mit Rosmarinextrakt. Ich liebe Rosmarin. Aus kontrolliert biologischem Anbau und wertvollen Mineralien generiert mit perfekt aufeinander abgestimmten Farben einen matten Ton. Die samtig zarte Textur schenkt der Haut ein ideales transluzentes. Da steht wirklich transluzentes. Okay. Also ein ideales transluzentes Finish. Unter Verwendungshinweis steht: Fixieren Sie mit dem Clear Beauty mattierenden Puder sanft die Grundierung. Okay, also dadurch, dass sie sanft schreiben,
meinen die wahrscheinlich, dass wir sehr, sehr wenig Produkt nehmen sollen. Ich verwende hierfür jetzt einfach so einen Blushpinsel von der Eigenmarke von Rossmann, For Your Beauty. Ich weiß nicht, ob es den noch gibt, aber naja, auf jeden Fall, ihr könnt sehen, ich, wow, okay, da kommt echt wenig Produkt ab. Also das scheint ziemlich hart gepresst zu sein. Ich meine, es ist auch gebacken, weil sind nicht irgendwie alle gebackenen Produkte immer so? So, ich würde sagen, ich trage das jetzt auf. Ich habe ein bisschen Produkt aufgenommen. Klopfe das trotzdem nochmal sicherheitshalber ab. Zoome euch ran und wir tragen das Ganze zusammen auf. Okay, also es hat auf jeden Fall mein Concealer mattiert. Ich finde, oh nein, mein Akku geht wieder leer. Oh, das gibt's doch nicht. Okay, wir tragen jetzt ganz schnell noch auf der anderen Seite das Puder auf. Und dann machen wir einen Tragetest und ich komme zurück. Kommt, Leute, das schaffen wir noch, das schaffen wir noch. Ah. Wow, Leute, ich liebe es, dass es so hart gepresst ist. Es kommt echt wenig Produkt vom Produkt ab. Okay, was war das wieder für ein Deutsch? Also es kommt wenig Produkt auf den Pinsel. Ich finde das echt super. Dieses hier, Leute, es fühlt sich super an. Es fühlt sich fast so an, als würde ich mir irgendwie so ein Wasserpuder aufs Gesicht auftragen. Wartet mal, ich grab schon mal rein. Wow, okay. Es fühlt sich echt, wow. Es fühlt sich richtig schön an. Es fühlt sich, wie gesagt, leicht so feucht, samtig an. Wow, ich glaube, wir haben hier gerade ein echt geiles Produkt gefunden. Das fühlt sich super an. Super, super. Oh mein Gott. Ich glaube, wir haben ein neues Lieblingspuder gefunden. Oh mein Gott, und schaut mal, wie schön. Es kommt in der Kamera so schön rüber. Okay, ich liebe es. Es mattiert meine Haut nicht tot, es hinterlässt noch so einen Glanz. Es sieht einfach unglaublich ungeschminkt aus. Also es ist wirklich transparent. Das kann man, oder transluzent, oder wie auch immer die das beschrieben haben. Es ist translucent. Okay, wie viele Wörter will ich jetzt noch sagen? Keine Ahnung, auf jeden Fall, ich bin wirklich verliebt. Und Leute, ich habe jetzt so viele Schichten, sagt schon, geschichtet. Bestes Deutsch mal wieder. Und trotzdem trocknet es meine Haut einfach nicht aus. Also es sieht gerade wirklich ungepudert aus. Einfach wie Haut. So, circa 50 Minuten später bin ich wieder da. Ich konnte leider nicht eine ganze Stunde Tragetest machen, weil ich muss morgen früh wieder zur Arbeit. Deswegen muss ich jetzt ein bisschen hopp hopp schnell hier machen. Aber ja, also kommen wir zum Fazit. Ich finde, selbst nach 50 Minuten sieht es noch ganz okay aus. Fangen wir jedoch an mit dem Serum. Also, alleine können wir es vielleicht verwenden, aber ich glaube, unter dieser getönten Tagescreme eher nein. Also zumindest von meiner Seite. Ihr habt gesehen, dass sich das Produkt, das hier abgerollt hat, auf der Seite mit dem Serum. Und ja, ich finde, das kann man halt ohne Serum verwenden. Ich probiere das aber auf jeden Fall irgendwann mal unter einer anderen Tagescreme oder Foundation gerne aus. Wenn ihr Lust drauf habt, dann gebt dem Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben an dieser Stelle. Kommen wir jetzt zur Tagescreme. Also ich finde die Tagescreme tatsächlich top. Also bis auf die Tatsache, dass es eben nur eine Farbe gibt. Aber ich muss sagen, also ich weiß nicht, wie es für euch in der Kamera rüberkommt, aber die hat sich tatsächlich bei mir im Echtleben sehr, sehr gut mit meiner Haut und meiner Hautfarbe verbunden. Sie ist sehr gut mit meiner Haut verschmolzen. Und ich habe das Gefühl, sie wird circa, selbst bei meiner extrem öligen Haut, 4 bis 6 Stunden halten. Ich glaube, bei trockener Haut oder normaler Haut, ja gut, bei trocken kann ich es schlecht sagen, aber ich glaube, bei normaler Haut wird das auf jeden Fall sogar 8 bis 10 Stunden, wenn nicht sogar länger halten. Also da habe ich echt ein sehr zuverlässiges Gefühl. Ihr müsst halt bedenken, es ist mattierend. Bei trockener Haut, das kann ich leider nicht beurteilen. Ich bin auf der ganz anderen Seite. Als nächstes kommen wir zu dem Anti-Spot-Concealer. Ich finde, dieser glänzt einfach sehr. Also ich weiß, dass viele diesen Glow lieben, aber dadurch, dass ich eben ölige Haut habe, bin ich Team matt, matt, matt. Also bis auf die Augen, da liebe ich Schimmer, aber im Gesicht mag ich es eher matt.
Ich finde, das ist schon fast vergleichbar mit so K-Beauty, also so koreanischer Beauty. Ich habe das Gefühl, also da wird ja immer sehr gerne so, also nicht immer, aber da wird häufig sehr gerne so extrem glowy Make-up verwendet. Ja, wie gesagt, also bei meiner unreinen Haut, bei meinen großen Poren finde ich das eher unvorteilhaft. Aber wer drauf steht, kann es machen. Nur bedenkt, wenn ihr es mit diesem Puder settet, ich weiß jetzt nicht, wie es mit anderen ist, es wird 10 Minuten matt aussehen und danach wieder glänzen tatsächlich. Und was mich auch daran gestört hat, ist der Geruch tatsächlich. Der ist nicht extrem, aber jedes Mal, wenn ich mich bücke oder so mache, dann rieche ich diesen Teebaumöl oder was auch immer. Also dann rieche ich das Produkt einfach. Und das ist halt irgendwie nicht so optimal. Ich kann mir sogar vorstellen, dass wenn ihr irgendwie, keine Ahnung, ein Date habt und euer Gegenüber euch nahe kommt, um euch zu küssen oder so, dass er das sogar riechen kann oder sie. Also ja, ich weiß nicht, wie optimal das jetzt unbedingt ist. Aber dafür muss man bedenken, es hilft wahrscheinlich dementsprechend auch gegen Unreinheiten, weil Teebaumöl wirkt. Also zumindest bei meiner Haut. Ich weiß, Teebaumöl ist sehr umstritten, ob es jetzt gut ist oder nicht. Ätherische Öle auf der Haut ist ja generell so ein Thema. Nicht mein Thema, nicht aktuell. Ja, und als normalen Concealer finde ich den ein bisschen zu dickflüssig. Ich finde, man kann es aber trotzdem machen. Ich glaube, ich sehe in der Kamera ein bisschen sehr aufgehellt hier aus. Aber im echten Leben ist es deutlich besser. Ich filme das Ganze jetzt um 21:21 Uhr. Oh mein Gott, wünsch dir was. Also wie gesagt, dadurch, dass ich das Ganze um 21:21 Uhr filme, habe ich halt kein Tageslicht und mit den künstlichen Studiolampen kann es sein, dass es eben sehr gehighlighted rüberkommt oder sehr weiß, aber ich finde auch dieses Produkt hat sich sehr gut mit meiner Haut auf dieser Seite und mit der Tagescreme verschmolzen. Also ich finde schon, dass man das definitiv als normalen Concealer verwenden kann. Ich würde vielleicht ein bisschen weniger Produkt verwenden und ihr müsst halt darauf achten, es rutscht schon ein bisschen in die Falten. Ich hole euch mal ein bisschen näher ran. Also ihr könnt das vielleicht sehen, es ist schon in meine Falten gerutscht. Dasselbe hatten wir ja auch letztens mit dem Allverde Professional Concealer. Falls du das Video noch nicht gesehen hast, ich verlinke es dir hier oben. Schau es dir sehr gerne an. Aber ja, auf jeden Fall finde ich schon, dass man das verwenden kann, aber mit Bedacht. Und man muss ein bisschen warten. Im ersten Moment wirkt es sehr hell, aber irgendwie, ich weiß nicht, woran es lag, mit der Zeit hat es sich mit der Haut verschmolzen. Und ich finde, es ist schon anschaubar. Als Spot-Concealer finde ich ihn genauso. Also ich finde, im ersten Moment wirkt er sehr hell, aber mit der Zeit verschmilzt er sich mit der Haut. Ihr müsst nur beachten, dass ihr ihn, wenn ihr ihn im Porenbereich auftragt, wirklich schön in die Poren einmassiert. Also leichtes Einklopfen wird nicht reichen. Aber ja, machen wir weiter mit dem letzten Produkt, und zwar dem Puder. Leute, dieses Puder, das wird definitiv in einem meiner Monatsfavoriten-Videos landen. Ich liebe dieses Puder. Ich finde, es hat ein unglaublich angenehmes Gefühl. Ich finde, egal wie viel du verwendest, es macht deine Haut nicht schlechter. Es macht das Produkt nicht schlechter. Es saugt es nicht irgendwie komisch auf oder trocknet es aus. Ich finde, es macht seinen Job. Es hält, was es verspricht. Es hat einen ganz leichten Babypuder-Geruch. Ich weiß, ihr kennt ja das Babypuder von Penaten. Ja, danach riecht es ein bisschen, aber ich finde, also das verschwindet halt sofort. Nur beim Auftragen fliegt es ja ein bisschen in der Luft, dann atmet ihr es halt ein bisschen ein, riecht das Produkt etwas, aber jetzt, wenn ich mich irgendwie drehe oder bücke und dann aufstehe, dann rieche ich das Puder nicht, sondern eher diesen Spot-Concealer oder das Teebaumöl, was darin enthalten ist. Genau, hinterlasst dem Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben und abonniere meinen Kanal, wenn dir das Ganze gefallen hat. Ich freue mich sehr, dass du bis zum Ende dabei geblieben bist und ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich dir einen wunderschönen Tag oder Abend, wann auch immer du dieses Video guckst und bis zum nächsten Mal. Tschüss!